rechtfertige das Gleichgewicht der Masse m. Die Erde zieht diese Masse m senkrecht nach unten mit dieser Gewichtskraft g. Wir zerlegen diese Kraft g in diese zwei Komponenten f und n. Diese Kraft f wirkt parallel zur Ebene und diese Kraft n wirkt normal zur Ebene. Das bedeutet, dass sie mit der Ebene einen rechten Winkel bildet. Mit dieser Kraft n drückt die Masse m auf die schiefe Ebene. Die Ebene bewegt sich aber nicht und verformt sich auch nicht, also durch das dritte Gesetz der Dynamik reagiert die Ebene auf diese Aktionskraft n mit dieser Reaktionskraft ä, die n genau entgegengesetzt ist. Es ist diese Kraft f, die diese Masse m längs der schiefen Ebene nach unten zieht. Die Masse ist aber im Gleichgewicht, also muss irgendwoher diese Kraft F1 kommen, die dieser Kraft F genau entgegengesetzt wirkt. Und diese Kraft F1 kommt natürlich von der Gewichtskraft dieser Masse groß M. F1 und F2 haben dieselbe Stärke. Die Kräfte, die letztendlich auf diese Masse M wirken, sind also die Gewichtskraft groß G, diese Reaktionskraft groß R und diese Kraft groß F1. Die resultierende dieser drei Kräfte ist der Nullvektor und deshalb ist diese Masse in der Ruhelage, das heißt im Gleichgewicht.